Guten Nachmittag, guten Abend hier in Patinoire de Fleurier, Eishalle von Fleurier, wo Eishockey stattfindet, und zwar das Finalissima. Fleurier 2022-23, die Finalspiel zwischen den Mannschaften von heute Abend, U20, HC Lugano, GCK 1, Zürich. Diese beiden Mannschaften sind hier also im Finale, tragen heute das erste Spiel aus. Heute Nachmittag hat schon ein Spiel stattgefunden, und da sind die U17, die besten Mannschaften von der Schweiz, hier zum Finale angetreten. Und zwar um 13 Uhr hat das Spiel stattgefunden, und die SL Young Tigers aus dem Emmental haben den EHC Biel Bien Spirit mit 5:1 geschlagen. Das mal zur ersten Information. Jetzt kommt es zur Hymne. Die hören wir gerne zu. Das war also die Nationalhymne der Schweiz, die auch schon heute Nachmittag abgespielt wurde. Beim Spiel eben, wie ich vorher erwähnt habe, SL Young Tigers gegen den EHC Biel Bien Spirit. Das 5:2 endete, und somit die Langnauer 1:0 in Führung gehen dort. Morgen das zweite Spiel um 11 Uhr wird auch live übertragen. Also, heute steht nun, wie gesagt, das Finale zwischen HC Lugano und GCK 1, die sich gegen den EV Zug behaupten konnten, und zwar mit gleich 3 Spielen nacheinander gewonnen, somit 3:0 sich durchgeschlagen haben. Und dann der HC Lugano, der hatte schon mehr Schwierigkeiten gegen die SL Young Tigers, die dann diese Serie nach dem vierten Spiel noch einmal ausgeglichen haben, und 2:2 stand es. Und dann war die Entscheidung am Sonntag, letzten Sonntag, in Lugano, auch um 13 Uhr. Und da hat Lugano die Nase vorne behalten, sprich mit einem Tor das Spiel 2:1 gewonnen. Und darum stehen sie jetzt hier in diesem Finalspiel. Morgen geht es auch hier dann weiter zwischen diesen beiden Mannschaften. Spiel 2 steht dann auf dem Programm. Zu erwähnen ist noch jeweils natürlich, dass heute nach 60 Minuten kann es unentschieden sein. Dann wird das Spiel beendet. Beide Mannschaften haben je einen Punkt. Und morgen kommt es dann zur Entscheidung. Wie auch immer, zu erwähnen, sehr gerne am Anfang des Spieles natürlich die Schiedsrichter, die beiden Chefs auf dem Eis, Joshua Blasbalk und Geoffrey Jordi, begleitet oder assistiert von den Linienrichter, Linienpersonen Marcel Allensbach und auch eine Dame dabei, Jamie Monard. Sie ist assistiert dann eben als Linienrichterin, kann das Tempo ohne weiteres mithalten. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen auf dem Eis. Im Einsatz. Im Tor bei Lugano Gabriel Grivelli. Und auf der anderen Seite bei GCK 1, die von rechts nach links in Blau spielen, Lorin Grütter. Und das Spiel ist schon
ziemlich heftig losgegangen. Die Scheibe kurz auf dem Eis und dann schon im Netz. Hinter dem Tor vom Lorin Grütter. Wir warten ein sehr spannendes Spiel heute Nachmittag. Oder heute Abend, wie auch immer. Es ist noch nicht, was ist noch 16:30. Also kurz vor Abend, wenn man es so ausdrücken könnte. Das Tempo natürlich hier noch einmal eine Stufe höher als bei der U17. Da war es schon sehr hoch. Da gibt es natürlich auch immer wieder Spieler, die schon Einsätze in der höchsten Liga hatten. Also bei der ganz großen, sei es in der National B oder in der Nationalen Liga. Der National League der Schweiz. Wir konzentrieren uns natürlich jetzt hier auf das Spiel dieser beiden Mannschaften. Hier schon einmal Lugano. Mit einer Möglichkeit, allerdings noch neben das Tor geschossen. Auch heute Nachmittag getrennte Lager. Dazwischen eben der Livestream. Ah, eine gute Möglichkeit hier. Lugano auf der linken Seite, zu meiner Seite auf der linken. Und zur rechten Seite sind die GCK1-Fans, die Zürcher, mit Ballon und weiß was alles ausgerüstet, um Stimmung zu machen hier. Im Moment ist es noch ruhig. Wir sehen es allerdings in der Kameraeinstellung, die Fahnen, die Ballons und weiß was alles. Bei Lugano ist das schon ein bisschen weniger an Material. Ein Abtasten, wie erwartet, von beiden Mannschaften hier. Lugano hatte vorher mal eine Chance und die GCK Lions, die sind eigentlich noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Können jetzt allerdings das erste Mal auch im Drittel anspielen von Lugano. Dann wird er noch gewechselt. Giole Petrazzini hat dann noch gewechselt in aller Ruhe. Hier ein Abschluss, allerdings neben dem Tor vorbei. Geschossen hat da die Nummer 14, Noah Meyer. Das ist das erste Verteidigungspaar von der GCK Lions mit Fabio Murer zusammen als rechter Verteidiger. Und hier die Scheibe nicht annehmen konnte Daniel Olson von den Zürchern. Sie an den Schlittschuh. Für einen kurzen Moment ein Luganesi alleine vor dem Tor. Wurde erst nachher angespielt, als er weggefahren ist. Aber jetzt kommt sie wieder, die Scheibe. Wieder eine Möglichkeit. Eising aufgehoben. Lugano wechselt, allerdings ein bisschen unkonventionell. Alle miteinander in der gleichen Türe. Scheibe kommt vor das Tor. Strafe angezeigt. Gegen die Zürcher. War das der Check von ihm? Die
Noah Meyer. Betrifft es von der GCK Linz? Meine sind korrekt, sehe ich gerade. Ja, allerdings auch nicht ganz korrekt. Kommt er raus, der Spieler? Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine 5 Minuten. Das war der Check eben an die Bande von Marlon Graf. Also immer noch ein Spieler fällt auf der Strafbank, einer musste gehen. Somit gleich schon unter die Dusche. Und Alessandro Segafredo geht die Strafe absitzen, diese 5 Minuten. Gut. Oder nicht gut? Das geht schon ziemlich ruppig. Her das Spiel, nicht einmal 4 Minuten alt. Getroffen hat es den Luganesi, kann ihn leider die Nummer nicht sehen. Am Kopf nehme ich mal an, wahrscheinlich eine Wunde. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat es noch auch Blut auf dem Eis. Darum ist der Spielunterbruch immer noch vorhanden. Der Stock, der war hoch, das ist Tatsache, das habe ich so gesehen. Und der Kopf an die Bande. Besser gesagt auf das Plexiglas. Kann er hier bleiben oder muss er noch in die Garderobe? Er steht im Moment noch da. Also geht noch in die Garderobe, den es getroffen hat. Romain Gilles Mondando hat da mit dem Kopf beim Plexiglas angeschlagen. Geht zur Kontrolle, wahrscheinlich die Wunde zu groß. Muss somit je nachdem schon nähen lassen. Also. Nun. 5 Minuten Zeit für den HC Lugano, hier einen Treffer zu erzielen. Man ist zu 5 gegen 4 Zürchern. Lugano spielt ein gutes Powerplay. Nimmt es natürlich ruhig entsprechend. Allerdings auch ein bisschen zu ruhig. Man versuchte die Scheibe da schon fast hineinzutragen. Auch mit dem Schuss war Nicolo Gazzi, wenn ich das richtig gesehen habe. Abgeschlossen, aber kein Problem für Lorin Grütter. Im Tor der GCK Linz und weiter geht's. Bei GCK Linz muss man natürlich umstellen. Man hat dort einen Spieler mehr. Ja, hier zu hoch. Neben dem Tor. Das war ein Versuch hier abzulenken vor dem Tor.
vor das Tor hier gespielt. Aber zu harmlos. Damit man hier Lorin Grütter überwinden kann. Der natürlich immer noch für 3 Minuten 36 im Scheinwerferlicht sein wird. Gegenüber ist sehr ruhig für Gabriel Grivelli. Also es gäbe einen Shorthander. Eine Möglichkeit für GCK Linz. Geblockt. Zu auffällig gewesen hier die Idee. Aber jetzt kommen sie wieder, die Luganese, mit Tempo hier in das Drittel hinein. Stellen sich auf. Zürcher gehen zurück in die Box. Dieser Schuss auch in den, besser gesagt, dieser Pass in den Schlittschuh. Auch hier gut aufgepasst hat Yves Stoffel, der dann die Scheibe rausspedieren kann. Und die Luganesi müssen neu anfangen, aber immer noch Zeit. 2 Minuten 25. Sehr früh natürlich vom Spiel noch diese Strafe, diese 5 Minuten. Und damit jetzt ihn kaum von der Scheibe zu bringen. Sehr gut hat es gemacht. Wieder ein Unterbruch. Kevin Kasper war das übrigens, der Captain. Da habe ich ihn gefunden noch auf der Liste. Mit der Nummer 10. Also bis jetzt da noch nichts Großes erreicht hier in diesem Powerplay. Bis auf ein, zwei Möglichkeiten. Und auch hier zu unklar, was er wollte, der Verteidiger. Und dann hier eben ein Konter. Aufgepasst haben die Luganesi hier zu zweit. Können sie den Zürcher von der Scheibe trennen. So auffällig auch dieser Pass, übersichtlich für die Zürcher. Zu ungenau gespielt. Also bis jetzt brennt da nichts mehr, im Moment jedenfalls. Kommt noch was, man hat noch Zeit, rund 30 Sekunden. Das wäre schon mal gut gewesen hier, die Idee. Und hier noch abgelenkt. Und er wird geprüft bis zum geht nicht mehr, Lorin Grütter. Im Moment der Held bei den Zürchern. Da kann überall geschossen werden. Abgefeuert werden auf das Tor von ihm. Er ist zur Stelle. Und jetzt. Auch hier, wo ist die Scheibe? Über das Tor. Lang geht es nicht mehr, auch direkt. Auch hier wieder
Endstation Lorin Grüter, der ist vor allem Seiden im Moment nicht bezwingbar. Und somit die Zürcher wieder komplett. Die nun jetzt hier vor das Tor kommen. Hier dann mit einem schnellen Konter, allerdings ungenau. Lugano hat im Moment mehr vom Spiel, nicht nur wegen dieser Strafe. Schon der Anfang war gut. Dann mit Tempo kommt der Zürcher hier. Likit Reichle war das. Und ein weiterer Schuss. Oder einer von den wenigen Schüssen von GC Kallainz. Aber das Spiel nun etwas ausgeglichener. Gutes Zuspiel, aber dann nach hinten wieder quasi selber hinausgespielt, auch nicht zufrieden. Noah Böhler vom HC Lugano. Scheibe hinausgespielt. Über die Köpfe der Spieler. Hier eine weitere Möglichkeit. Zweite Formation auf dem Eis bei den Stürmern von Lugano. Marco Zanetti. Rechts in der Mitte ist es Robert Tiunskis. Und dann noch auf der linken Seite Emils Vekatins. Die beiden Letten zusammen. Und hier ist der Treffer. Wollte ich gleich anheben, das 1-0 für HC Lugano. Doch gefallen hier im Drittel, ersten Drittel. Gut in das Slot hineingekommen, Marco Zanetti. Und dann hat er Lorin Grüter schlagen können. Der versuchte noch zuzumachen, aber dann ist es trotzdem die Scheibe ihm durch. Also 1-0 für HC Lugano. Die Richtung stimmt für sie. Und reagieren müssen jetzt die GC Kallainz. Schon zu Werke geht hier Jan Spring. Ein neuer krasser Check da eines Zürchers. Marco Zanetti. Nein, das ist natürlich die falsche Seite. Daniel Olsson war das mit der Elf. Auch er hat. Wenn ich das richtig sehe, hier auf der Spielerbank muss gleich am Kopf behandelt werden. Und dann ein Spieler zu viel auf dem Eis bei Lugano. Und sofort abgepfiffen.
zwei Minuten. Nun haben die GZK Lions die Möglichkeit, hier einen Treffer zu erzielen. In Überzahl. Das erste Powerplay für sie und somit auch für Lugano das erste Boxplay. Mal schauen, wie das da hier gespielt wird. Scheibe noch nicht raus. Konnte gehalten werden. Likett Reichel hat die Scheibe drin gehalten können. Aber dann, trotzdem ist es nun draußen. Muss sich neu organisieren, die Zürcher. Geblockt dieser Schuss. Zu lange gewartet mit dem Abschluss. Timothée Schaller. Erneut eine Möglichkeit, kann spielen. Jawohl, gut gesehen. Und da ist der Ausgleich. 1:1. Ein herrlicher Pass durch die Mitte. Auf den herangerückten Zürcher Spieler. Joel Henry, der hier herrlich, einen herrlichen Treffer erzielt zum 1:1. Somit die Strafe vorbei für den HC Lugano, das hat nicht lange gedauert. Es kann schon wieder von vorne beginnen. Und die kommen schon wieder hier. Alle fliegen hier. John Vita wieder ein Foul reklamiert an Lugano. Ganz kurz Unsicherheit da. Ein Torhüter. Lorin Grütter hat die Scheibe freigegeben, aber es war ein Luganesi, der zuerst an der Scheibe war und dann noch zurück kurz zu den Toren. Wie gesagt, Marco Zanetti war es, der das 1:0 geschossen hat. Dann gab es eine Strafe gegen Lugano wegen zu vielen Spieler auf dem Eis. Und das hat dann Joel Henry ausgenutzt zum 1:1 Ausgleich. Aufpass von Likett Reichle und Noah Meier. 4 Minuten und 35 noch zu spielen und hier wieder Scheibe abgeluchst beim Zürcher. Jetzt wieder Lugano am Drücken. Also es geht ein Hin und Her. Das war entgegen ein guter Move. Und da kommt der Pass. Noah Meier. Habe ich schon erwähnt, die erste, das erste Verteidigungspaar. Bei Lugano nun die vierte Sturmformation auf dem Eis. In der Mitte ist dort Tobias Knör und rechts außen Giole Petrazzini und links war es dann Nolan Neser. Lugano kommt da mit Tempo. Kommt, bringt die Scheibe aber nicht vor das Tor, sondern neben das Tor.
hier befreien, der Luganese. Aber dann fällt ihm in diesem Moment gleich der Zürcher um. Und die Scheibe ist trotzdem draußen. Also hier Lugano wieder mit Tempo und dann sofort abgeschlossen hat der Luganesi Robert Cionskis. Ah, das der Lette, der die zweite Sturmformation spielt, mit den Verteidigern nun Federico Comploi, der nun mit Enea Donny spielt. Und wird ein bisschen durchgemischelt. Nein, es ist rein Mazzola. Da wird nun ein Zürcher heruntergedruckt. Ein Revanchenfoul. Die Schiedsrichter lassen es zu. Sie müssen allerdings dann aufpassen, nicht viel zu viel zuzulassen. Gibt meistens ein falsches Signal an die Spieler, an die jungen Spieler. Nach vorne gespielt, auch wenn in den Schlittschuh. Und wieder sofort raus. Ein Check hinter dem Tor. Und da kommen die Zürcher wieder. Aber man kann nichts daraus machen. Die Scheibe dann schlussendlich verloren hier hinter dem Tor. Und wir hören es auf Französisch. Eine Minute noch zu spielen. Hier im ersten Drittel. Ein schnelles Spiel, wie erwartet. Viel Tempo. Der Anfang gehörte Lugano, die dann bis zum Tor nicht nachließen. Allerdings das Powerplay war dann weniger gut. Und seit dem Ausgleich sind die GC Calais um einiges stärker geworden. Und versuchen da noch einen weiteren Treffer zu erzielen. Allerdings geht es nicht mehr lange, noch 15 Sekunden. Gibt es noch einen Abschluss für Lugano? Müsste schnell gehen. Oh, die Scheibe kommt noch sehr gefährlich vor das Tor da von Lorin Grütter. Und dann sind noch einige Spieler ineinander verwickelt und sein Linienrichter fällt um, nicht die Linienrichterin. Jamie Monard, die natürlich ein Spiel grundsätzlich beruhigen kann, oder besser gesagt die Spieler beruhigen kann. Von dem her immer eine gute Idee, die Schiedsrichter so aufzustellen. Ja, gleich schießen und dann. Genau. Und noch im Nachfassen. Konnte da Lorin Grütter da die Situation klären vor seinem Tor. Aber dann schon wieder ein Handgemenge. Nicht unbedingt nötig. Verzögert nur das Spiel und der Spielrhythmus. Geht sich dann noch entschuldigen der Spieler beim Torhüter. Und dann sollte alles geklärt sein hier auf dem Eis. Thank you.
geblockt, dieser Schuss. Unmöglich, dass er noch auf das Tor kommt. Da sind zwei Spieler quasi vor dem Stock mit dem Böck. Das ist Uganese gewesen. Also hier steht es 1:1 nach gespielten 20 Minuten zwischen der GCK Lions, die dann das Heimrecht haben, und dem HC Lugano. Wir machen jetzt nun eine 17-minütige Pause und dann melden wir uns wieder hier aus der Patinoire de Fleurier. Ich gebe zurück in die Regie. We'll be right back.
So, wir sind wieder zurück hier. Patinoire de Fleurier. Im Val de Traverse. Im Jura. Oberhalb von Yverdon und etwas auf der Seite auch. Allerdings auch oberhalb von Neuenburg, Neuchâtel. Sind wieder hier eingebettet. Zwischen den Bergen ringsherum im Jura. Beim Finalissima 2022-2023. U20 zwischen den GCK Lions und dem HC Lugano. 1:1 steht es hier nach 20 Minuten. Lugano ist in die Führung gegangen durch Marco Zanetti. In der 13. Minute. Und dann in der 14. Minute hat Joel Henry vom GCK Lions ausgeglichen auf Pass von Likit, Reichle und Noah Meyer. Das war in Überzahl. Lugano konnte da in dieser Zeit, 5-minütigen Überzahl, nichts machen. Kein Treffer erzielen. Es war Marlon Graf. Check von hinten. Restausschluss und er ist schon bereits geduscht und wieder angezogen. Für ihn ist das Spiel schon bereits nach 3 Minuten und 48 vorbei gewesen. Das war natürlich nicht die Idee dieses Spielers. Bis jetzt konnte ich noch nicht sehen, ob der betroffene Spieler zurück ist. Von Lugano. Es ist Romain Gilles Mondando mit der 90. Mal schauen, ob ich ihn noch entdecke. Er muss jedenfalls in die Garderobe gehen. Eine größere Wunde am Gesicht. Alles ist bereit, Schiedsrichter auch und los geht's auf dem Eis. Das zweite Drittel. Die nächsten 20 spannenden Minuten. Die Partie am Anfang schon mehr für Lugano, kam Lugano mehr, mit Möglichkeiten auch. Allerdings haben zwischenzeitlich die Zürcher, die GCK Lions, auch mächtig aufgedreht, vor allem körperlich sind sie stark, kompakt. Die Checks werden fertig ausgeführt. Und im ersten Drittel gab es die eine und die andere. Kleine Gehässigkeit. Man muss hier aufpassen, dass man das Spiel nicht entgleiten lässt. Die Pause kam wohl da zur richtigen Zeit. Jetzt ist man da mal in der Ecke beschäftigt. 4 Spieler, 5 Spieler, 6 Spieler rein involviert. Und jetzt ist die Scheibe wieder frei. Kein Icing, noch berührt. Es ist Luganesi. Nicht weiterziehen. Und Lugano mit einer Möglichkeit kommt vor das Tor und dann der Ellbogen hier etwas hoch. Viel Stockarbeit. Geblockt. Ja, Art und Weise wird hier da mit dem Stock gearbeitet und hier kommt schon wieder einer und das könnte eine gute Möglichkeit geben und tatsächlich kommt hier der Treffer zum 2:2 für GCK Lions. Er kommt genau gleich wie im ersten Drittel der Luganese in das Haus, in den Slot und kann sich quasi die Ecke aussuchen. Das doch jetzt ein bisschen überraschend. Gehen die Zürcher 2:2 in die Führung. Und zwar durch Benjamin Quinn, der den Treffer erzielt hat für seinen Farben, die in Blau spielen, von links nach rechts, jetzt hier im zweiten Drittel. Also es steht nun 2:2, Gabriele Crivelli zum zweiten Mal geschlagen. Lugano führt 1:0, jetzt steht es 2:2. Jetzt müssen die Luganesi wieder Tempo machen. Was ich dazu noch sagen kann, auch von der
Entschuldigung, von den Spielern aus. HC Lugano mit den Spielzeiten jedes einzelnen Spielers, das auch hier aufgeführt wird. Der Verteidiger Nicolo Ugazzi war es in der ersten Drittel mit 8 Minuten 43 Einsatz Eiszeit. Und der Stürmer Nicolo Mansueto mit 8:39. Bei GCK Linz, die schon bereits wiederkommen in das Drittel. Allerdings die Scheibe hoch ins Netz war es. Landolt Silvan. Silvan Landolt, der Verteidiger bei den Zürchern mit 9 Minuten Eiszeit und dann mit 6 Minuten 33. Dann noch ein Stürmer, Jan Spring. Also so zu den Eiszeiten. Auch hier bei den U20 wird das gemessen. Wer ist wie lange auf dem Eis? Das wird zusammengerechnet. Aber es ist ein Mannschaftssport. Und Lugano muss hier versuchen, den Ausgleich so schnell wie möglich herzustellen. Sind dran. Zwischenzeitlich scheint hier auch etwas Sonne in Fleurier. Gestern noch der große Sturm. Hat auch hier im Jura einige Schäden verursacht. Und heute schon einiges ruhiger. Der Wind schon fast nachgelassen oder fest eingeschlafen. Icing. Angespielt wird im Drittel vom Lugano. Von GCK Linz natürlich, von den Blauen. Lugano hat das Anspiel gewonnen. Gut gemacht hier, ein Schuss auf das Tor, allerdings vorbei. Somit keine Gefahr und hier offside, genau. Rein raus an der blauen Linie. Immer schwierig zu beurteilen und das geht halt sehr schnell. Kurze Diskussion. Gut angespielt. Bei den Schiedsrichter allerdings ist das schon gelöst, zwischenzeitlich und alles klar. Abgelenkt ins Publikum die Scheibe, hoffentlich hat es niemand getroffen. Ist noch unten vor den besetzten Zuschauerrängen gelandet die Scheibe. Auch heute Abend zwischenzeitlich gut besetzt, die Eishalle. Lugano gewinnt erneut das Anspiel im eigenen Drittel. Geht wieder auf diese Seite. Die Aktion von Lugano bleibt eigentlich noch aus. Keine größeren Chancen gehabt hier. Aber da war eine Möglichkeit. Nein. Aufgepasst hat hier der Torhüter. Lorin Grütter von der GCK Linz. Abgeholt, die kommt nicht runter vom Netz, hinter dem Tor, auf der Seite.
mit dem Schlittschuh auf den Böck. Kurz gestanden. Man verliert hier ein Zürcher die Scheibe. Zu stark gespielt dieser Pass. Auch nicht sauber gekommen. Heising, Moment, ein bisschen Stückwerke hier. Der Fluss vom ersten Drittel ist da ein wenig weg. Nicht mehr dabei. Man ist bemüht, jedenfalls beim Spiel 1. Und hier vor dem Tor ein Gerangel. Kurze Scheibe angenommen. Morgen das zweite Spiel findet dann 15.45 Uhr statt hier. Dann geht es definitiv um die Wurst. Oder besser gesagt um den Pokal. Natürlich. Da wird gespielt, bis es einen Sieger gibt. Suchte da gut zu spielen. Sebastian Steiner. Dann hier abgeschlossen. Das war ein Irrtum. War kein Luganesi. Gutes Dribbling. Allerdings bis auf die Seiten und dann ist auch verloren die Scheibe. GCK 1 versucht das Spiel hier zu kontrollieren. Wieder gut gewesen. Normalerweise, wenn man so lange wartet, ist die Scheibe weg, aber dafür gab es einen guten Pass, kommt allerdings dann nicht ganz gut an, auch der Abschluss misslang. Scheibe versucht er dann noch einmal vor das Tor zu schieben. Nicolo Manzuetto war das. Wieder in die Ecke, allerdings die Scheibe verloren und hier im Spiel hat man dann die Möglichkeit, zu dritt ist man vor das Tor gekommen. Und auch hier gut, das Spiel auseinandergezogen, hinter dem Tor positioniert. Kann im Moment nicht ganz auf der Höhe, allerdings kommen sie jetzt trotzdem aus dem Drittel, eigenen Drittel hinaus. Dann ist man in der anderen Ecke beschäftigt. Oh, das ist ganz gut, jawohl. Da kommt der Schuss. Und da wollte noch ein Luganesi die Scheibe nehmen und dann mit einer gefällt hier. Fliegt ein bisschen einfach um. Kommen dann gleich wieder die GCK 1. Dann hier ging einer kurz vergessen. Konnte allerdings nichts machen damit. Yves Stoffel. Icing. Also nach wie vor kommt. Gibt es, sagen wir mal so, Chancen. Das Tempo wird besser. Schneller wieder.
spielt hier in den Kreis hinter das Tor. Allerdings nicht angekommen die Scheibe, dafür die Zürcher. Versucht es Lenzenter. Nicht vorbeigekommen am Schoner des Gegners. Lugano jetzt mit Positionen. Besser verteilt. Stellen die meinen Spieler ziemlich hoch. Der wird dann direkt angespielt. Allerdings bis jetzt noch keine Früchte getragen. Hat sie spät reagiert. Wäre gut gewesen, dieser Pass. Oder wenn er gekommen wäre. Auf Endermeier. Und dann geht sie Kalleins. Ballspiel Mitte. Scheibe durch, gibt ein Icing, jawohl. Zu schnell gespielt, tun genau. Also ein schneller Treffer, ein schnelles Tor. Schon nach eine Minute, 21:57, um genau zu sein. Das 2:1 für die Zürcher. Die zwischenzeitlich nicht mehr so gefährlich vor das Tor gekommen sind. Vielleicht jetzt. Wäre eine Möglichkeit gewesen. So ungenau auch das. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen hier. Scheibe kam aber hoch. Versuchen da die Luganesi da Druck zu machen im Drittel von den Zürchern. Aber das gelingt nicht. Für Lange. Hier wäre da eine gute Abschlussposition gewesen. Sofort geschossen. Roberts, Ziunskis. Endstation Lorin Grütter. Der ja vor allem bei den fünfminütigen Strafen gegen die Zürcher unter Dauerbeschuss war. Alles gehalten, aber dann fiel trotzdem noch das 1:0 für Lugano. Einfach gespielt hinten. Man behält die Scheibe lieber in der Reihe, als dass man ziemlich wild nach vorne geht. Und trotzdem kommt man nach vorne und wird abgeschlossen. Und Gabriel Grivelli hat zugemacht. Zwischen dem Stock und dem Schlittschuh hindurch, dieser Pass
Sonst wäre es da ein 2:1 kurz geworden. Yves Stoffel war da. Jetzt sieht schon wieder gut aus. Die Scheibe spielt, geblockt. Dann geht's auf die andere Seite. Ein Check. Alles gut, alles richtig. Offside angezeigt, muss raus der Zürcher. Vor allem die Mitte wird da gespielt. Scheibe verloren immer zwischendurch da, zwischen beiden blauen Linien. Jetzt allerdings wieder auch GCK Linz mit einer Möglichkeit. Allerdings auch Lugano wieder in Position und bringt die Scheibe raus. Konnte die Scheibe doch hier behalten im Drittel. Kevin Kasper von GCK Linz wieder an der Scheibe. Und vor das Tor, da fällt gerade ein Zürcher Spieler um, der selber dann die Scheibe blockt. Und letzter Moment, die Scheibe weg. Geputzt. Und jetzt Lugano wieder mit einer Möglichkeit. Vielleicht noch ein Move weiter und dann nicht mit der Rückhand, sondern mit der Vorhand hier abschließen können. Alessandro Loratti. Fünf Minuten und 40 sind noch zu spielen hier im zweiten Drittel. Kein weiterer Treffer gefallen. Aber Lugano im Drittel von den Blauen. Und hier noch abgelenkt. Nicht zu sehen, wer es war. Kommt hier vorbei beim Torhüter Gabriel Crivelli, der Zürcher, aber die Scheibe war schon weg, konnte sie nicht mehr in das Tor einschieben. Guter Zeitenwechsel da. Versucht es. Mit viel Mumm, Niklas Wegmüller. Auf die Seite gespielt hier, aber nicht angekommen, dieser Pass. Dafür geht es gleich wieder an die andere Seite. Geblockt. Geschossen hat Sebastian Steiner. Scheibe draußen, Spielerbank Lugano. Lugano hat wieder mehrere Möglichkeiten, kommt
näher zum Ausgleich als die Zürcher. Das dritte Tor schießen. Spiel wieder mehr ausgeglichen. Aber Spielstand der gleiche. Suchst du da hier nach hinten zu leiten und da geht ein Zürcher auf und davon. Allerdings dann wurde doch noch gestoppt vor dem Tor. Eine Strafe angezeigt. Jetzt wird abgepfiffen. Gegen Lugano. Niccolò Ugazzi ist es, der für 2 Minuten hier rausgeht. Und somit den Zürcher die Möglichkeit gibt, doch noch den dritten Treffer zu erzielen, hier im Powerplay. Ein erstes Annähern. Gabriele Grivelli allerdings hat das sofort geklärt, diese Scheibe. Spielt mit Lorin Grütter, der Torhüter. Das war wohl auf das Tor gedacht gewesen, dieser Schuss. Lugano steht gut. Kommt der Schuss? Nein, noch nicht. Jetzt. Spiel noch einmal zurück. Kommt in das Haus und dann kann abgeschlossen werden. Aber Gabriele Grivelli hat da gut aufgepasst. Und die Scheibe ist draußen. Da war gleich ein Zürcher. Lugano, Verteidiger, hat hier aber aufgepasst. Konnte die Scheibe da noch abnehmen. Und sehr nach die Möglichkeit für Lugano. Aber die Scheibe ging zwischen den Schlittschuhen weg von Emil Svetschak-Dinz. Nach wie vor ein Gewühl vor dem Tor. Die Strafe noch ein paar Sekunden. Außenpfosten. Lugano komplett und hatte da eine Möglichkeit. GC-Kalein-Spieler Lynn Zender. Aber bringt die Scheibe gar nicht mehr richtig auf das Tor. Also mehr ein Hinschieben. Ah, der Wohler stand auf diesen Pass oder wie auch immer, von dieser Möglichkeit hier zu profitieren. 1 Minute 14 geht das zweite Dritte noch, dann ist schon die zweite Pause hier. Jetzt noch eine Möglichkeit, wo ist die Scheibe und sie ist im Tor, sie kommt hinter der Glaswand, Plexiglaswand hervor. Ein Zürcher trifft. Und Scheibe geht rein. 3-2 steht es hier. Gabriele Grivelli zum dritten Mal geschlagen.
Also anfangs zweiten Drittel gab es einen Treffer für die Zürcher durch Joel Henry. Nein, das ist doch der Ausgleich gewesen natürlich vom ersten Drittel. Und Benjamin Queen war es. Aufpass von Joel Henry. Nach 21:57 zum 2:1 und ist hier das 3:1. Also, die Richtung stimmt für die GCK Lions. Lugano muss reagieren. Am liebsten noch vor der Pause, eine Minute hat man noch Zeit, aber da muss jetzt ziemlich viel passieren. Und hier passiert viel. Wo ist die Scheibe? Immer noch frei. Ja, war noch weit, weit oben da. Im Dach oder nach Dachnähe. Also, Timo Bünzli war es, der da die Scheibe, die hinter dem Tor hervorkommt, gesprungen ist, in das Tor schieben. Aufpass von Endo Meier und von Kevin Kasper. Sekunden hat Lugano noch Zeit, hier auch noch wieder in das Geschäft zu kommen. 3:2 im Rückstand. 1:0 geführt. Allerdings die 5-minütige Strafe gegen die GCK Lions nicht ausnützen können und das zählt wohl nun. Auch hier, ja. Stückwerk, allerdings die Scheibe geht hin und her. Der Zufall, das Zufallprinzip, wer bekommt die Scheibe? GCK Lions sachlich bei der Arbeit hier auf dem Eis. Was ist hier noch? Nichts, also. Das war das zweite Drittel, 40 Minuten, 3:2 steht es hier. Nachdem Benjamin Queen Anfangsdrittel 21:57 zum 2:2 eingeschossen hat und dann 38:52 kurz vor Schluss des zweiten Drittels Timo Bünzli zum 3:2. Wir machen nun wieder Pause, 17 Minuten und 35 Sekunden ganz genau. Und zu diesem Zweck gebe ich zurück in das Studio.
da sind wir wieder hier. Patinoire de Fleurières. Zum letzten oder zum dritten Drittel, das ist mein sechstes Drittel, heute Nachmittag zum Kommentieren. 3-2-1 für GC Kallainz gegen den HC Lugano, so steht es zwischenzeitlich. Nach gespielten 40 Minuten, was werden wir noch sehen in den 20 Minuten hier? Kann Lugano einen Anschlusstreffer erzielen? Dann könnte es noch ziemlich spannend werden. Halten es die Zürcher sauber hinten im Drittel, im eigenen Drittel, dann steht dem Sieg nichts mehr im Wege. Und somit würde man eben dann das erste Spiel gewinnen. Aber für mich ist noch nichts entschieden, denn wenn ich die Statistik anschaue, hier Schüsse auf das Tor, GC Kallainz 14 Mal in den ersten 40 Minuten, Lugano 24, also 10 Mal mehr auf das Tor geschossen, aber jetzt kommt's. Neben das Tor GC Kallainz nur 3 und Lugano 14. Also Lugano schießt wirklich mehr Richtung Tor, aber erzielt sie nicht. Und aus diesem Grunde hier auch GC Kallainz, das weniger auf das Tor schießt, aber dafür, wenn dann die Scheibe in das Tor fällt. Das also voll ausnützt. Darum steht es hier 3-2-1. Aber das Spiel ist meiner Meinung nach noch nicht entschieden. Und jetzt gibt es gleich eine Strafe zum Anfang. Gegen die GC Kallainz. 2 Minuten. Ich gehe davon eine Spielverzögerung aus. Und zwar betrifft es Noah Böhler. Nein, wurde mir korrigiert. Stockschlag. Also Lugano bekommt hier gleich die Möglichkeit, in Überzahl einen Treffer zu erzielen, sprich den Anschlusstreffer, das 2-3 aus ihrer Sicht. Genau. Stockschlag, das verdickt, warum er auf der Strafbank sitzen muss. Ich möchte schon mal vorwegnehmen, Ende des Spiels werden wir noch ein Interview, besser gesagt 2 Interviews machen mit den jeweiligen Mannschaftsspielern. Bleiben Sie also noch dran, wenn es für einen kurzen Moment ruhig ist, still ist, niemand etwas sagt, niemand und die Kamera gleichbleibend ist, können Sie dann noch das Interview hören, was die Akteure dazu zum Spiel zu sagen haben. Wie immer, wer es dann gewinnt, kommt zuerst der Verlierer. Bei Unentschieden die Heimmannschaft. Also, das wäre dann nach dem Spiel, nach 60 Minuten. Kano versucht da, kommt. Scheibe vor das Tor, aber Missverständnis hier vom Verteidiger. Nein, das ist nicht der Verteidiger, das ist auch ein Stürmer. Sandro Laratti hat da vor das Tor gespielt, alles direkt auf die Schaufel eines Zürchers, der dann herausgespielt hat. Lugano hat neuen Anlauf genommen, ist wieder im Drittel. Sekunden noch. Ist Noah Böhler auf der Strafbank. Vielleicht hilft die Musik etwas in Italienisch, auf Italienisch. Die Stimmung der Luganesi anzuheben. Aber da kommt schon einmal ein schneller Zürcher. Lugano hat da versucht zu dritt, allerdings auch hier Scheibe abgelenkt von einem Zürcher. Die GC Kallainz spielen sehr gut, das Boxplay. Aufmerksam, aktiv.
Alles eng. Und jetzt hier eine Möglichkeit. Aber die Scheibe doch noch weg. Und auch zu sagen ist noch komplett 5 Zürcher. Und mit ihrem Torhüter Lorin Grüter als Sechster haltet das Tor weiterhin rein. Mit der Fanghand hat er die Scheibe hier abgefangen. Einen wichtigen Moment hier anfangs dieses dritten Drittel. Natürlich, die Türke können hier den Kasten sauber halten. Taktisch, denke ich, wird Lugano natürlich ihren stärkeren Spieler fördern. Mehr auf dem Eis. Mehr Eiszeit schlussendlich. Aber bis jetzt hat es noch keine Früchte getragen. Lugano wechselt. GCK Linz auch. Neue Kräfte. Neuer Versuch. Mit viel Tempo hier. Allerdings dann auf den Zürcher Spieler aufgefahren. Nicolo Manzueto war das. Immer das letzte Stück fällt noch bei Lugano. Dann hier wieder ein Schuss mal von der blauen Linie von einem GCK Linz Spieler. Allerdings ohne Probleme für Gabriel Crivelli, auch wenn er nach vorne prallen ließ. Hier ein Zürcher dazwischen und hier gut gespielt und da kommt tatsächlich doch noch der zweite Treffer nach dem x-ten Anlauf für Lugano. Es steht nur noch 2:3, also jetzt könnte auch noch etwas gehen. Im Ansatz hat das schon gut ausgesehen. Emils Vetskatins ist es, der den Treffer erzielt und ich denke, der Pass ist gekommen von Roberts. Ich werde das dann noch sehen, hören. Also, jetzt geht da noch wirklich etwas heute Abend hier in der Patinoire de Fleury. Das wird noch mehr aufreibend. GCK Linz hier. Ja, wieder von rechts nach links spielen. In Blau, dass alles klar ist. Gabriel Crivelli mit seiner Fanghand. Das zweite Tor von AC Lugano wurde erzielt durch die Nummer 14, Emils Bekaktitz, auf Pass der Nummer 32, Robert Czuchtitz und der Nummer 11, Marco Zanetti. Also, genau wie ich es gesehen habe, der letzte Pass, der so wichtig war von Robert Dionskis, der Landsmann von Emils Vekartings. Beide aus Lettland. Und auch noch mitgeholfen hat natürlich Marco Zanetti.
Jetzt hier. Jetzt Karl-Heinz mit einer guten Möglichkeit. Kommt gut in den Slot zum Abschluss. Und wäre es eine Möglichkeit gewesen. Also jetzt hier üben wie drüben. Gibt es Chancen? Sie häufen sich. Stockschlag. Nicht angezeigt von den Schiedsrichter. Angerempelt. Zürcher wird konzentriert, sehr konzentriert in der Verteidigung. Muss da diesen Treffer trotzdem zugestehen. Schon ausgespielt. Icing, korrekt gepfiffen, da niemand mehr dazwischen. Minuten 0:2 noch zu spielen hier. Reicht es noch für den Ausgleich? Zeitlich sicher genug vorhanden für dafür. Gespielt hier auf der Seite. Dann noch einmal rüber hier. In Spiellaune diese zweite Formation bei Lugano. Aber dann kommt wieder ein GCK-Spieler. Dann diese Produktion, Joel Henry. Und Licky Treichel ist nicht zum Erfolg gekommen. Die Scheibe wurde da weit über das Tor abgelenkt. Heute Abend weniger auffällig. Ricardo Weder. Hier an der Scheibe gleich. Bringt die Scheibe zwar vor das Tor, aber da ist keiner gewesen. Gut hinten nach hinten gespielt. Gehalten von Gabriel Crivelli. Scheibe wo? Wieder hinter Höhe des Netzes, hinter dem Tor. Spiel erneut gewonnen hier. Hat Lugano. Aber die GCK-Spieler haben sie zurückgerobert, die Scheibe, aber trotzdem noch in den Händen der Luganesi, die allerdings Mühe haben hier mit dieser Offensiv der Zürcher, die natürlich die Scheibe möglichst weit weg haben wollen vor dem eigenen Tor. Auch ein kurz
würde ich mal sagen, Stockschlagansatz von Giole Petrazzini. Stock war ziemlich hoch. Auch nicht zufrieden mit sich selber. Zehn Minuten 57. Icing. Haben wir die Gruppe Queen gehabt. Und da habe ich auch einen Spieler so gleich genannt, und zwar ist es Benjamin Queen. Ist natürlich nicht ganz so gemeint, dass er von dieser Gruppe ist, der gleiche Name hat. Queen Benjamin wäre da wohl korrekter. Zwischenzeitlich spielen sich die GCK Lions hier schwindlig im Drittel, der Luganesi. Jetzt können sie sich da wieder mal lösen, Lugano. Und auf das Tor schießen oder eben das Tor schießen. Auch hier, das war dann schon mal gefährlicher, dieser Schuss von der blauen Linie. Aber er spielt weiter ruhig und keine Strafe angezeigt. Der Spieler bleibt noch auf dem Eis liegen. Handschuh verloren. Die Schiedsrichter laufen wirklich vieles. Oder besser gesagt, greifen hier nicht ein in das Spiel. Auch noch ziemlich hoch daneben. Timothée Schaller war das mit diesem Schuss. Spiel wieder für Lugano. Da hat sich nichts geändert. Scheibe gut gehalten, gut in das Dritte wieder hineingeführt, die Luganesi, allerdings dann gleich wieder verloren. Konnte ich dem, sonst wäre es Offside gewesen. Erneut wurde da ein Foul gesucht. Da geht's auf die andere Seite. Jetzt wird eine Strafe angezeigt gegen die Zürcher. GCK Lions, hoher Stock. Und auf der Luganer Seite wird noch zusätzlich reklamiert, oder besser gesagt, man wird schauen, ob es den Spieler getroffen hat oder nicht. Sprich, blutet er. Also ein weiteres Powerplay für Lugano.
Könnte das den Ausgleich bringen? Allerdings die Lonesi nicht. Powerplay stark, das haben sie schon ein paar Mal heute besser gesagt, vor allem die 5 Minuten, und das ist eigentlich das zweite, wäre dann 7 Minuten, also sie haben die Möglichkeit. Scheibe noch gut hier. Abgelenkt, allerdings neben dem Tor. Was will er? Zweimal eine Runde gedreht. Jetzt geschossen. Gut geschossen allerdings, gut gehalten auch vom Torhüter heute Abend. Beiden geht sich allein, Lorin Grütter. Alessandro Luratti war es, der da noch die zwei extra Runden genommen hat, bevor er geschossen hat. Wollte sicher sein. Die Stanz war gut. Kommt er noch einmal spät vor das Tor, allerdings hinter den Schlittschuhen durch des Mitspielers. Noch einmal versucht, vor das Tor zu springen, die Scheibe. Und hier. Fast wäre es noch zu einem Schuss gekommen, allerdings können die Zürcher es befreien. Sicher aus der Umklammerung, die da jetzt sehr stark war. Kommt noch einmal und auch das noch. Hätte fast noch ein Ablenker werden können daraus. Gabriel Grivelli musste pressieren, da kam nämlich auch ein KZK-Spieler, der es versuchte. Kevin Kasper, sein Glück. Sechs Minuten zu spielen noch, Strafe geht noch. Acht Sekunden, also gleich vorbei. Und ist vorbei. Die Zürcher komplett zu fünft. Aber die Scheibe kommt noch vor das Tor. Raus geht's wohl gleich. Kein Icing. Geblockt. Zu zweit. Wo ist die Scheibe? Bei Gabriel Grivelli. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Pass kommt ein bisschen zu spät. Das war er schon versucht. Aber dann muss er noch einmal ansetzen. Und dann war es eigentlich schon zu spät. Man war beim Torhüter. Und er hat einfach unten alles zugemacht. Will seine Mannschaft noch im Spiel behalten heute Abend. Offside. Federico hat da kurz, Comploy hat da kurz interveniert. Jetzt schon wieder hier. Scheibe noch gut für Lugano. Den Bauerntrick
auf Hochdeutsch gesprochen. Scheibe kommt vor das Tor, abgeblockt. Dann geht's auf die andere Seite. Und da ist der vierte Treffer. Was für ein Tor. Und dann noch eine Auseinandersetzung hier an der Bande. Hände sind oben bei den Zürchern, besser gesagt bei den Schiedsrichtern, auch bei den Zürchern natürlich, tut der Treffer. Der natürlich für Lugano im dümmsten Moment kommt. Man war auf gutem Weg, hat gute Möglichkeit gehabt und dann aus heiterem Himmel Angriff und Tor. Und von lauter Gejubel und Durcheinander konnte ich nicht einmal den Torschützen erkennen. Jedenfalls ein sehr schönes Tor. Kurze Diskussion beim Schiedsrichter. Eine Strafe gegen Lugano, das ist mal klar. Ich glaube auch gegen GC Kalainz. Jawohl. Alessandro Segafredo. Bei der GC Kalainz und bei Lugano ist es Alessandro Luratti. Beide Alessandro aneinander geraten. Nach dem Tor. Vier Minuten 41. 4 gegen 4, also viel Platz hier. Wer hat den Vorteil? Ja, wurde gleich wieder abgepfiffen. Zürcher wird aufmerksam gemacht. War nicht alles gut. Und die Schiedsrichterin wird unterstützt von den beiden Chefs auf dem Eis. Jamie Monard ist noch nicht bereit. Auch bei den Strafen stimmt da etwas nicht an der Anzeigetafel. Das muss noch einmal angegeben werden, wurde gelöscht und jetzt steht es wieder richtig. Auf der Tafel auch natürlich die 4 für GC Kalainz. Alessandro Segafredo war es eben, der jetzt auf der Strafbank sitzt, der diesen herrlichen Treffer erzielt hatte. Lugano mit einer Möglichkeit hier gleich wieder einen Anschlusstreff zu erzielen. Und wieder eine weitere Strafe angezeigt. Jetzt wird gepfiffen. Da geht noch was. So wird dann 4 gegen 3. Joel Henry, der auch so einen Treffer erzielt hat, ist auf die Strafbank. Ein bisschen zu viel des Guten. Vier Minuten 18. Scheibe weg. Wegen Behinderung, Stockschlag. Besser gesagt, nachgesprochen. Also Lugano zu 4. Jetzt müsste vielleicht mal ein Schuss kommen. Kommt!
Und Lorin Grütter hält ihn. Bei Lugano wird gewechselt. Riccardo Weser kommt, der eigentlich so für solche Sachen gedacht ist. Wollen wir schauen, ob er da noch etwas machen kann für Lugano. Aber Scheibe geht zuerst einmal raus. Arno Snellmann. Und genau hier auch das Rückspiel oder sollte Rückspiel sein. Und vor dem Tor. Riesenmöglichkeit, aber seelenruhig. Und ja, mal ruhiger kann man nicht sein. Lorin Grütter hat sich da aufgeblasen vor dem Tor. Scheibe dann irgendwie gehalten mit seinem Körper. Zwei kommen jetzt dann zurück. Einer muss noch bleiben. Der bleibt dann noch für rund 25 Sekunden. Und hier noch einmal. Gut geschossen. Scheibe wieder raus. Zwei Minuten 25 noch zu spielen. 4:2 steht es. Und dann ein Zürcher. Wird noch gehalten. 2 Minuten angezeigt. Joel Henry. Also. Penalty sogar wird angezeigt. Da hat man sich beeilt bei den Luganesi, so schnell wie möglich das Spiel zu unterbrechen, die Strafe aussprechen zu lassen, und jetzt gibt es Penalty. Und somit, ja, war diese Übung nicht gerade, oder besser gesagt vergebens. Denn hier könnte die Entscheidung definitiv fallen. Joel Henry. Schafft es nicht, das Spiel zu vorentscheiden. 1:52. Guter Ansatz gewesen, aber Gabriele Crivelli der Sieger. Es geht weiter diesem Finalissima 2022-23 zwischen dem AC Lugano und der GCK1, was heute das Heimrecht hat. Schon wieder abgepfiffen. Lugano verwahrt. Ich denke, der Torhüter geht noch raus, sollte noch raus. Allerdings muss Lugano im Scheinbesitz sein. Ja, jetzt kommt er. Nicht gerade. Und ja, das war ein kurzes Manöver. Goalie raus, Goalie rein. Da kommt der 5. Treffer in das leere Tor. Innerhalb ein paar Sekunden ist es Daniel Ozon, der den 5. Treffer zieht für die Zürcher und somit die Matchentscheidung, die definitive Matchentscheidung hier in der Pationar.
Le Rière. Morgen dann das Rückspiel, wie erwähnt, 15.45 Uhr, 11 Uhr eben das Spiel U17. Dort führen ja die SL Young Tigers. Die haben gewonnen 5-2. Noch 45 Sekunden und dann gehen wir wieder zum Interview, wo ich je ein GC-Kalein-Spieler und ein Luganesi zu einem Gespräch, zu einem kurzen Gespräch einladen werde. Bleiben Sie also noch dabei auf unserem Kanal, wo das Live-Spiel übertragen wird. Lugano hier, einmal mehr das Handspiel gewonnen. Suchen da natürlich weiter noch mit Druck zu spielen. Auch das gute Momentum mitzunehmen für morgen, wenn es gleich noch ein Treffer würde. Aber die GC-Kalains machen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Spielen, spielen und dann je nach Möglichkeit zu einer Chance zu kommen. Also, das Spiel ist aus. 5-2 gewinnen die GC-Kalains gegen den HC Lugano im ersten Spiel. Und sind somit auch Sieger von heute. Ich melde mich in Kürze gleich wieder zum Interview. Also, einen Moment. Und
Von HC Lugano neben mir. Yves, wie siehst du das Spiel? Wie ist es gelaufen? Ich glaube, es war cool, dass wir Oh fuck, ich kann nochmal anfangen. Sorry, ich bin gerade wieder durch den Wind. Ich glaube, wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben. Hat nicht gelangen, wir haben vielleicht ab und zu ein bisschen Pech gehabt, dass der Böck nicht reingekommen ist. Wir haben gute Chancen kreiert. Und ja, heute ist sie nicht reingekommen, aber wir bleiben positiv und morgen ist ein neuer Tag und wir werden wieder alles geben. Hat man die 5 Minuten Strafe wirklich nicht besser ausnutzen können Anfang Spiel? Oh, wie siehst du das? Doch, ich glaube, es wäre super stark gewesen für uns. Wenn wir dort hätten können zuschlagen, hat leider nicht geklappt. Wenn wir das Pipi nochmal anschauen, auf mir haben sie nicht mega gut gespielt und muss auch besser sein. Und ja, wäre cool gewesen, wäre dort 1-2 Goal reingekommen, aber ja, kannst nicht alles haben und wir haben unsere Chancen nicht genutzt und ich denke, Zürich hat verdient gewonnen. Okay, also ich wünsche jedenfalls viel Glück für das morgige Spiel und alles Gute. Merci. Danke. Merci mal. Das ist gut, ja, Dankeschön. Und nun geht es gleich weiter zum nächsten Interview und da kommt er auch zum besten Spieler ausgewählt vom heutigen Abendspiel. Ja, Lorin. Grüter. Ja, hallo. Wie siehst du das Spiel? Du hast am Anfang ziemlich stark unter Druck gewesen. Viele Schüsse kamen auf dich zu, hast gehalten, was du konntest. Wie siehst du das? Ja, ich würde sagen, wir sind am Anfang relativ gut ready gewesen. Sie sind Druck gemacht, wir sind aber auch ready gewesen. Im Offensiv sind beide zwei sehr stark gute Mannschaften. Und ich würde sagen, wenn wir so morgen spielen, dann machen wir genauso weiter, oder? Die 5 Minuten Strafe, die es gab Anfang des Spiels, habe ich schon vorher auch gefragt, den HC Lugano. Wie siehst du das? Dort ging es immer ziemlich daneben zuerst, der Anfangsstart, und dann kam ihr besser in das Spiel. Wie siehst du es für morgen? Wird es taktisch eine Änderung geben oder wird man das gleich starten? Ja, wir haben Lugano analysiert vor dem Match. Sie sind ein bisschen anders gekommen, als wir erwartet haben. Vielleicht sind wir wegen dem nicht gerade ready am Anfang, aber jetzt schauen wir morgen weiter, schauen das Video an, dann werden wir darauf handeln. Okay, danke vielmals und auch dir einen guten Abend. Danke. Herzlich willkommen. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es heute von hier, von Fleurier, bei den beiden Spielen, die wir hier live übertragen haben. Morgen geht es weiter um 11 Uhr. Wiederum die U17, die SL Young Tigers gegen den EHC Biel, Bien Spirit. Und dann um 15.45 Uhr das zweite Spiel auch von den U20, GCK 1 gegen den HC Lugano. Ich bedanke mich, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiederschauen, auf Wiederhören.